Hallo zu einem neuen Video Sascha on Tour. Ich war mit meinem Bruder zusammen auf der Polaris. Hier seht ihr meine Badge. Eine Badge bekommt man natürlich nicht als Besucher, denn ich war auf der Polaris. Was ist die Polaris, fragt ihr jetzt gerade, bevor ich überhaupt weiterrede. Die Polaris ist eine große Convention gewesen in Hamburg. 3 Tage ging sie, von Freitag bis Sonntag. Und das ist eine, man kann sagen, eine Computerspiele-Messe-Convention, wo Manga auf Computerspiele trifft, mit E-Sports-Events, mit Live-Shows, unter anderem zum Beispiel hat Nino Kerl von Ninotaco TV oder von Ninotaco, dem YouTube-Sender, eine Anime-Show gemacht und Quiz-Sendungen veranstaltet. Dann haben zahlreiche E-Sportler Turniere ausgefochten, so Multiplayer-Turniere und so weiter. Was besonders war, auch viele Computerspielaussteller waren da. Also Nintendo war da, hat ihre neuesten Spiele vorgestellt. Dann auch waren zahlreiche kleine Entwickler da mit ihren neuen Produkten und es waren Händler da. Ich war wirklich nur einen Tag da. Ich war am Sonntag, dem 30.11. war ich da auf der Polaris. Und zwar, weil eine Retro-Games-Börse da war. Ja, ihr hört richtig, Retro-Games-Börse. Warum habe ich es nicht angekündigt in meinem letzten WhatsApp-Video? Das neue kommt übrigens bald. Lag daran, das war so kurzfristig. Ich wurde kurzfristig gefragt, hast du nicht Lust mit zu verkaufen auf der Retro-Games-Börse? Ja, ich dachte, okay, komm, mache ich. Habe mir dann da einen Tisch organisiert, habe alles zusammengepackt, was ich verkaufen konnte und dann ging es ab am Sonntag. Früh morgens hin, kurz nach 7 Aufbau, 10 Uhr war Einlass und ging bis 18 Uhr. Also 8 Stunden Power und es war wirklich unheimlich viel los. Ich habe einige Aufnahmen gemacht von den Retro-Dachen, aber ich hatte wirklich nicht mal viel Zeit. Es war so voll. Ich bin vorher morgens kurz rumgegangen und ihr müsst euch vorstellen, die Aufnahmen, die ich teilweise gemacht habe, wo ich die Stände mal ganz kurz zeige und ich habe wirklich nicht viel Zeit gehabt, da jetzt auch lange drauf zu halten, weil ich musste auch auf meinen Stand wieder vorbereiten. Wie soll man es erklären? Da kam dann Besucher an Strom und es war immer was los. Es war durchweg, war Publikumsverkehr da und also es war richtig voll und es war auch eine richtig tolle Atmosphäre. Man hat viele Gespräche geführt, aber man kam auch nicht vom Stand weg. Also ich bin ganz kurz mal, man kann sozusagen mal austreten können und mal kurz ein, zwei Ecken sehen. Da war das Computerspielemuseum in Hamburg war da oder Spieleclub, ich komme gerade auf den Namen nicht. Die haben da auch ihre Stände gehabt, konnte man alte Spielekonsolen anspielen und eine kleine Retro-Ausstellung war da mit Games, aber da kam ich nicht mal rauf. Also es war wirklich immer was los. Deswegen habe ich nur ein paar Aufnahmen, die ich auch hier jetzt mit ins Video einspiele, so ein bisschen zwischendurch. Oder noch besser, ich blende euch jetzt einfach ein paar bewegte Bilder ein, um euch einen Eindruck zu vermitteln, was es da auf den Tischen und Ständen gegeben hat, angefangen von meinem eigenen, über das, was bei mir in der Gegend war. Und zum Ende seht ihr, wie das sogar aussah, wenn ein paar Besucher da waren. Also viel Spaß jetzt erstmal. Thank you.
ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und hat auch viel, viel Spaß gemacht. Ist anstrengend. Ich nehme die Aufnahmen jetzt einen Tag später auf, um noch so die Eindrücke zu haben, aber auch natürlich zu zeigen, was habe ich und mein Bruder uns da gegönnt. So ein bisschen haben wir auch was gekauft von Gift Games, wo ich muss sagen, ich habe zwei Sachen gekauft, die haben nichts mit Games zu tun, aber das ergab sich so. Ja, ansonsten war eine sehr schöne Veranstaltung, wie gesagt, schöne Gespräche geführt. Viele YouTuber waren auch dort, also welche, die größer sind als mein Kanal. Also macht meinen Kanal bitte größer, ne? Liken, abonnieren und teilen und was nicht alles. Damit ich auch mal so groß bin, dass ich von Bühnen reden kann. Nein, Spaß beiseite, muss ich nicht unbedingt. Aber waren dann da, sind rumgelaufen, haben auch die Stände mitgefilmt und haben gequatscht. Und man hat auch mit denen teilweise quatschen können, wenn die Zeit hatten. Die waren ja auch in Shows eingebunden und so weiter. Aber man konnte seine YouTube-Stars sozusagen da treffen. So kamen am Ende, die kamen meistens zum Ende hin halt. So kam auch Nino Kerr kurz vorbei und man hat sich mit ihm unterhalten können. Das nur so am Rande und trotzdem, ja, gab es eine Menge Funde und ich sage auch so, ich selbst habe auch Besuch bekommen und zwar von zwei lieben Freunden, kann ich so sagen, sage ich mal einfach so, von dem Manuel von Sammlerschutzhüllen.de oder so. Der Manuel hat mich auch besucht, das fand ich echt toll, der wohnt in Süddeutschland und ist nach Hamburg extra gekommen, denn er hat dort einen guten Kumpel, der ebenfalls dabei war, den Jakob von Sammelzimmer. Ich grüße dich auch, Jakob und Manuel. Ich freue mich, dass ihr mich besucht und habt und auch mein Bruder zusammen, das eben halt uns beide am Stand. Wir haben echt viel gesprochen und wenn es die Zeit immer gab, man musste immer zwischen verkaufen, wenn man seinen eigenen Stand hat, verkauft man nebenbei seine alten Retro-Games. Und ist ja immer in Action irgendwo. Und wir haben uns echt gut unterhalten. Und ich habe auch einige Sachen mit Manuel ausgetauscht. Also beide haben übrigens auch Instagram und Facebook, YouTube-Kanäle. Wobei Jakob wunderbare Roomtouren und Sammelzimmer eben halt, wie das Name so sagt, schöne Videos hat. In der Info werde ich die Links verteilen von beiden, dass ihr ja... ja, einfach mal schauen kann, was die beiden präsentieren. Echt toll. Manuel ist ja auch in letzter Zeit viel auf Twitch zugange und spielt alte Spiele und Klassiker. Hat jetzt die Silent Hill-Reihe abgeschlossen. Richtig klasse. Ist richtig unterhaltsam. Macht Spaß. Wie gesagt, die waren da mit Manuel. Den habe ich ja dieses Jahr meiner letzten Sascha on Tour ja schon eben halt ja, besucht. Und wir hatten viel ausgetauscht und... in dem Fall war es jetzt auch so, ich habe ihm was in die Hand gedrückt, was ich für ihn hatte und er hat so ein paar Kleinigkeiten für mich gehabt und die will ich euch auch nicht vorenthalten, dass der Anfang macht Poster. Er hat mir Poster mitgebracht, die wohl von der Convention hier waren. Gar nicht so einfach. Und zwar, es ist, ich weiß gar nicht, ob es zum Aufklappen ist, also ihr seht es schon. Zu Gotham Knights. Ein schönes Poster, aber auch gleichzeitig eine Gotham Gazette, also eine Zeitung, die sozusagen die Schlagzeile Bruce Wayne ist tot featured. So, ich glaube, das kann man aufklappen. Irgendwie wirkt das so wie zwei Seiten. Jo, kann man aufklappen. Und ja, ihr seht hier richtig gewaltig. Kann man gut sehen, hoffe ich. Ja, richtig klasse. Und hier sind so Artikel drin. So, ich mache mal, als ob ich Zeitung lese. Ja, das sind die fünf zukünftigen Retter. Gothams, Batgirl, Robin, Red Hood und Nightwing. Und dann haben wir hier auch so Werbeanzeigen. Pamelas Café und Diner. Haben Sie diese Person gesehen? Mr. Freeze. Und so weiter. So, ich glaube, das sind eine ganze Menge Anspielungen eben halt an das Game. Sehr, sehr interessant und richtig tolles Teil. Ich muss da aufpassen, das ist empfindlich. Auf sowas stehe ich hier auch, so eine klasse Sachen. Cooler wird das gleich. Hier haben wir auch noch was. Das war so ein, ja, das ist so ein Werbeflyer. Ja, gibt ja auch genug Klamotten zu Gotham Knights. Na, wie ihr seht. Das ist jetzt nicht ganz so was Besonderes. Aber da hier, da freue ich mich und da bin ich eher mit voller Begeisterung. Und zwar zu dem neuen Dragon Ball Superhero Movie. Zwei richtig tolle
Artworks. Auch hier richtig geil. Der Film ist im August im Kino gewesen und müsste bei Panini, glaube ich, auch in diesem Jahr, könnte in diesem Jahr zu Weihnachten noch auf Blu-ray-DVD erscheinen. Da bin ich ganz gespannt drauf, weil ich konnte ihn im Kino nicht sehen. Und ich bin ja auch ein großer Dragon Ball-Fan. Wisst ihr ja auch, obwohl ich von Dragon Ball jetzt nicht so viel in meiner Sammlung aufgenommen habe. Auch ein schönes Poster, das ist das Artwork. Ja, richtig toll. Gerade über diese beiden habe ich mich am meisten gefreut, weil, ja, die sind einfach nur cool. Guck mal, die da hinzulegen, weil ich will auch euch die Games zeigen. Wir haben auch einiges an Games gefunden und mitgenommen. Wenn man auf einer Retro-Börse ist, kauft man die auch selbst ein. So, aber Manuel hat mir noch ein paar weitere Kleinigkeiten mitgebracht. Die stammen aber teilweise auch von der Gamescom, wo er dieses Jahr war. Hier haben wir ein oder zwei tolle Lesezeichen. Und zwei verschiedene Motiven. Ja gut, ein bisschen speziell sind die schon. Dann haben wir den Briefumschlag hier gebracht. So, und dann auch ein paar Postkarten, auch richtig schöne dabei. Hier von Starrail. Auch eine richtig schöne Postkarte. Hier sind so irgendwie Sticker Collection, auch interessant. Dann haben wir hier The Rising of Chihiro 2 oder Season 2. Auch ein sehr schönes Artwork. Serien, die habe ich wirklich nicht gesehen. Dr. Stone habe ich nur ein paar Folgen gesehen, aber auch richtig cooles Artwork. Richtig klasse. Und mein Favorite aus der Gruppe, Attack on Titan Final Season Plakat auf Poster oder auf Postkartenposter. Richtig toll. Ein richtig klasse Bild. Ja, kann ich nur wiederholen. Richtig toll. Kenne die Staffel noch nicht, die letzte, aber ja. Das ist schon richtig toll. Danke dir, Manuel. Ich habe mich echt gefreut, aber eigentlich, das finde ich, ist nur Nebensache, dass wir uns wieder gesehen haben. Das war das, die schönste Freude, die du mir gemacht hast. Denn ja, wenn man schon in der Nähe ist, dann einen zu besuchen sozusagen, das ist eben halt sehr, sehr toll. Ja, wie gesagt, kommen wir zurück zur Retro Games Börse. Die war echt klasse. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Auch mal kurz, wenn man Zeit hatte zu stöbern. Die meiste Zeit war eigentlich, wenn alle aufgebaut haben. Ich war ja so 7:15 da in der Halle. Auf der Messehallen, in Hamburg Messehallen war es übrigens, hat es stattgefunden. Und wir konnten mit dem Auto so richtig schön hinten an die Halle ranfahren. Und ich hatte, glaube ich, 50 Meter vom Auto bis zur Halle. Und 10 Meter weiter war die Börse und gleich unser Stand. Also war richtig gut von der Location her. Und da haben wir dann schnell unsere Sachen aufgebaut, mein Bruder und ich, und rausgeholt. Und man hat schon so ein bisschen geguckt, was macht der eine. Man hat da schon ein bisschen Vordeals gemacht und ein paar Sachen hat man noch vorher abgegriffen, obwohl so viel war das gar nicht, weil manches hat man auch gefunden. Ich weiß nicht, der erste Deal, den ich gemacht habe, war ein Spiel, das zeige ich euch aber jetzt. Kann ich doch zeigen? Ja, ach, ich fange mit den Games an. So wie ich das jetzt auch gefunden habe, versuche ich natürlich. Ich muss mal was runterlegen, das zeige ich euch später, was das ist. Also, das allererste, was ich gefunden habe, ich guckte da so beim Stand und dann sah ich ein Spiel, ein Super Nintendo Spiel, was mein Bruder ja eigentlich suchte, weil er auch riesen Fan dieser Reihe ist. Naja, was heißt Reihe? Es gibt da zwar verschiedene Spiele von den Machern, aber die hängen jetzt nicht hundertprozentig zusammen. Aber egal. Es geht um Another World. Ein großartiges Spiel, was gerade auf dem, ich glaube, Amiga damals schon ja, für Begeisterung gesorgt hat. Und mein Bruder wollte auch verschiedene Versionen haben. Und dieses Spiel, also die Box ist auch in wirklich sehr gutem Zustand, würde ich sagen. Klar hat seine Abnutzung ganz leicht, aber wirklich kaum Beschädigungen. Hier so ein bisschen angeknickt oben, so ein bisschen, aber kein Sticker drauf, wie ich es eben halt auch gern habe, dass die Sticker weg sind. Hier oben hinten so ein ganz kleiner Anriss, aber sonst top. Modul auch top, die Tüte nicht mehr drum, aber das ist nicht schlimm. Original Inlay noch, Handbuch fehlte, gut. Aber egal, wenn die Box in Ordnung ist, ein Handbuch findet man immer. Und wir waren ja auf einer Retro-Börse, ne? Da kann man einiges finden. Genau, und somit war es da und dann habe ich den Lieben gefragt, sag mal, was möchtest du dafür haben? Klar, wenn es zu teuer ist, hätte ich nicht mitgenommen. Ich wusste auch in dem Moment nicht, wie es gehandelt wird. Ich weiß nur, vor knapp 2,5 Jahren, sage ich mal, auf einem Flohmarkt uns geärgert, das nicht mitgenommen zu haben. Da lag es für 20 Euro. Das war vor der
C-Zeit und da, wo, bevor die großen, die Preise ja nochmal richtig angestiegen sind, dachte ich nur, okay, 20 Euro wirst du wohl nicht dafür kriegen. Naja, guck dir auf deine Liste. Ja, ich glaube 20 Euro will ich haben. Guck dir nochmal genauer. Nee, nur 15. Habe ich für 15 Euro mitgenommen. Einziger Haken, in dem Moment fehlte das Handbuch. Also 15 Euro für NASA World in einem wirklich schönen Zustand, also richtig toll, kommt dann eine Schutzhülle drum und dann bin ich völlig begeistert. Naja, also das habe ich dann auch meinem Bruder mitgebracht. Das ist nicht für mich, aber ich habe auch davon was, weil ich spiele es ja auch mit. Dann, das ist, im Endeffekt habe ich ja eine Sammlung mit meinem Bruder gemeinsam. Was soll man das dreimal haben? Ist auch immer schwachsinnig. Naja, so ergab sich dann, dass eben halt fehlt der Handbuch. So, und dann, das dauert ein bisschen und ich greife jetzt nochmal ganz in dem Fall, weil wir darüber jetzt ja schnacken, ein bisschen vor. Und dann sprach ich mit dem anderen, der direkt hinter mir war, so ein Stand, da hatte Anleitung. Ich sagte zu meinem Bruder, guck doch mal durch. Vielleicht ist die ja dabei. Ja, und er hatte Glück, die war dabei. So, und nicht nur diese Anleitung, also er hat die Anleitung gefunden. Ja, wunderbar, ja, gleiches Cover. Und was er auch noch dabei gefunden hat, die US-Anleitung. Und da könnt ihr auch sehen, das Spiel hat in USA, also die, ja, die USA-Anleitung, einen anderen Titel. Bei uns heißt das Another World. Und ihr seht auch in Grau, Out of this World. So ist der Titel im, ja, in Amerika. Warum, weiß ich nicht. Another World ist halt ein richtig schöner Plattformer, kann man sagen. Bisschen mit Schießen. Es ist mehr so ein Jump-and-Run-Spiel. Ja, man muss so Geschicklichkeit beweisen, einige, ich sag mal, leichte Rätsel lösen. Es ist ein Spiel, was ohne Text, ohne Sprachausgabe auskommt. Es gibt zwar Geräusche und Musik, die Musik ist großartig. Das macht es aber auch aus. Es ist eine geniale Atmosphäre, eine spannende Geschichte und wir müssen die Hauptfigur sozusagen wieder, ja, zurück in seine Welt bringen. Es ist echt abenteuerlich und man muss viele Monster besiegen. Es ist ja ein echter Klassiker, der damals auf dem Amiga echt für Begeisterung gesorgt hat, weil er eine sehr realistischartige Animation hatte, sehr flüssig war und das war ja für damals beeindruckend. Ja, und mein Bruder war schon immer fasziniert von dem Spiel und hatte gesagt, es gibt so gewisse Spiele, da muss man jede Version haben. Und warum nicht auch bei dem? Und hier könnt ihr auch noch mal sehen, hier ist ein Unterschied. Ich habe hier ja das US und hier ist auch das andere Cover. Das ist das berühmtere Cover von Another World, was jetzt hier auch viel für die PC-Ausgabe benutzt wird oder auch Amiga-Ausgabe. Das Deutsche hat gar nichts und das US hat alles drin. Ansonsten Farbbilder, richtig toll. Ja, und was hat mein Bruder dafür bezahlt? Pro Anleitung 4 Euro. Ja, dann sind wir bei 23 Euro für ein komplettes Spiel. In dem Fall kann man sagen, wir hätten ja damals 20 Euro auf dem Flohmarkt bezahlen können, müssen. Ja, und haben im Endeffekt ja, wenn man nur die eine Einleitung nimmt, 19 Euro bezahlt. Wir sind drunter gewesen. Die 4 Euro drauf oder 23 Euro gesamt, da braucht man nicht drüber reden. Das ist echt klasse. Ja. Weiter im Games. Mein Bruder hat dann noch auch ein bisschen rumgestöbert und dann hat er unter anderem bei mir dahinter beim gleichen hat er später noch gesehen, der hatte Kisten mit alten Joysticks und da wurde auch immer viel gewühlt und da hat er gefunden für ein ja, Ersatzteil sozusagen für einen N64 Controller einen moderneren Stick, den man da, ich glaube, zum Einlöten ist der jetzt. Es gibt auch wohl welche zum Stecken. Hat er, glaube ich, 4 Euro für bezahlt auch. Also nicht wirklich nicht viel. Und ja. Aber ja, hat sich gelohnt, kann man so sagen.
Weiter war es auch so, es waren dann auch das war ein Händler. Es waren sehr viele Privatleute übrigens auf dieser Retro-Börse, die verkauft haben. Also man muss sagen, es war so wie ich war ja auch privat, doppelte Sachen aus der Sammlung oder Sachen, die nicht mehr Platz finden, verkauft. Oder ich habe auch Manga-Sachen ein bisschen verkauft, aber nur ganz wenig mitgenommen. Im Gegensatz zu dieser CMC, wo ich ja auch war. Da habe ich ja mehr auf Manga konzentriert, weniger Games. Da habe ich ja kaum Games dabei gehabt. Naja, und so waren wir waren da auch Händler. Und da hat mein Bruder gesehen, hat eine ganze Menge Amiibos gehabt. Ja, und da hat er eine Figur, er ist ja ein großer Luigi-Fan, hat er sich den Luigi gekauft. Und er hat ihn für für 20 Euro bekommen. Richtig toll. Vor allen Dingen ist es günstig, denn normal kostet er schon fast das Doppelte inzwischen. Da hat er sich wirklich sehr gefreut. Ja. Und dann ging es weiter mit zwei weiteren Spielen. Ich habe die nicht gespielt, aber mein Bruder ist auch ein großer Fan dieser Fantasy-Reihe und hat dann einfach gedacht, warum nicht mal japanische Super Nintendo oder Super Famicom Spiele zu kaufen. Zwei, auch die sind vollständig mit Anleitung und alles, hat dafür 70 Euro bezahlt. Und zwar handelt es sich einmal um Star Ocean. Star Ocean ist ein RPG, kann man so sagen, von, von Enix, das war noch vor Square Enix, also von den Machern, auch richtig so ein bisschen im klassischen Design, ja auch wie die Final Fantasy und so weiter. Und der ist ein großer Fan der Reihe, ich weiß gar nicht, ob es ihn im Deutsch gibt, diesen Teil auf jeden Fall. Ja, warum nicht, wenn man die Gelegenheit hat, das ist in sehr, sehr guten Zustand, die Box sieht auch klasse aus, wie gesagt, das Artwork. Ist einfach klasse. Ja, hier hinten könnt ihr sehen, hat Handbuch dabei, alles, also wirklich toll. Oder? Können wir gucken. Ich glaube, das hier war auch Handbuch und alles dabei, wenn ich richtig sehe. Ja, hier kommt es im Schuber und hier habt ihr auch das Handbuch. Und Modul ist darunter. Also wirklich toll. Ja, und das gab es mit dem anderen Spiel, was ich euch gleich noch zeige, zusammen für 70 Euro. Und das ist auch in einem ähnlichen Superzustand Bahamut Lagoon. Das ist jetzt schon Squaresoft. Und ihr seht, es ist Enix. Und Squaresoft haben sich zu Square Enix verbunden. Das war also kurz davor. Aber auch so ein richtig schönes Rollenspiel. Thank you.
Und warum nicht die japanischen auch mal holen, wenn die so richtig so schön sind und so einen Zustand. Die haben auch teilweise richtig klasse Artworks. Ja, und da konnte er einfach mal nicht Nein sagen. Ja, das war auf jeden Fall schon eine ganz tolle Sache. So, und jetzt überlege ich, wie gehe ich weiter. Komm, ich muss ja auch mal was von mir wieder zeigen. Ich habe wirklich nicht viel gekauft. Ich habe im Endeffekt nur das Spiel und noch zwei andere Teile gekauft. Und ich greife jetzt mal den, bevor ich mein persönliches Highlight zeige. Und ich glaube, das bewahre ich mal zum Schluss auf. Mein Highlight, mein absolutes Highlight. Aber ich habe noch was gefunden. Das ist, wird auch mich verlassen. Aber es, weil ich habe es noch entdeckt und ich habe gedacht, das ist doch was für meine zwei Kumpels oder einen der beiden Kumpels aus meinem WhatsApp-Forum. Entweder der Retro-Krempel hätte Lust gehabt dazu oder der Bürgermeister, die liebe Flo. Inzwischen weiß ich, es geht an den Flo. Der Retro-Krempel, der hat es schon, deswegen doppelt braucht man es ja nicht. Da handelt es sich um Teenage Mutant Hero Turtles Spiele und Geschichten. Ein richtig schönes Buch. Also hier hinten ist wirklich das nichts Besonderes, das gleiche Cover. Aber es ist so ein, ja, so ein Mal-Spielebuch hier so. Gut für den Unterschied. Male was nach. Also ausmalen und übertragen. Ich glaube, hier sind auch noch ein bisschen eine Geschichte drin. Also dieses typische Spielebuch mit ein bisschen Geschichte. Ich glaube, Comic habe ich auch gesehen. Zugegeben, hier ist mal gemalt, ausgemalt mit Bleistift, aber ansonsten wirklich in sehr, sehr gutem Zustand. Also warum nicht? Hier auch ein Comic. Echt klasse. Ja, und das gab es für ganze 5 Euro. Und für diese Summe habe ich auch Flo gesagt, kriegt er das auch direkt. Der freut sich schon. Das ist auch ein sehr schönes Hinstellbuch. Und ja, es war bei dem, wo ich auch mein Highlight gefunden habe. Der hat unheimlich viel, ja, alte Sachen gehabt. Er hat auch ein paar Sachen, wo ich hin und her überlegt habe, ob ich noch mitnehme. Ich habe da, glaube ich, weiß ich gar nicht gefilmt. Deswegen, wenn ich gefilmt habe, spiele ich diese 10 entweder nochmal ein oder jetzt ein. Er hatte unter anderem auch so einen großen Atomi-Roboter von aus den 80er Jahren, richtig klasse. Unheimlich viele alte Videospielkonsolen, so ein paar Brettspiele. Aber es war jetzt nicht alles, was mich interessiert hat, aber es war geil anzusehen. Eine alte Eagle, das ist das Raumschiff von Mombasis Alpha, aber nicht vollständig, sonst wäre es auch interessant gewesen vielleicht. Ja, sehr, sehr schön, das alles zu sehen, und er hatte auch eine Menge andere Sachen. Also wie gesagt, der war nicht nur auf Games bezogen, der hatte so allgemein Retro-Stuff da. War sehr interessant. Wirklich toll. Ja, und da habe ich auch mein Highlight gefunden. Und das zeige ich euch als letztes. Ja, weiter geht es. Mein Bruder war dann eigentlich noch mal an dem, ich glaube, es war sogar der, nee, ich überlege gerade, es war nicht der Stand, der hatte auch ein Spiel von der Reihe, was ich euch jetzt zeige, aber das war ein anderes, und zwar hatte der daneben genau das Spiel da liegen, Ultima 4 Quest of the Avatar, ist ein altes Rollenspiel aus dem Jahre, hier steht hier sogar ein Datum, meistens ist in den Zeitaltern das leider nicht, aber es ist aus den 80ern, ihr könnt hier sehen, wirklich ganz alte Grafik, das ist wirklich noch richtig oldschool. Es ist für den Atari ST, spielt aber jetzt gar keine Rolle, weil es rein für die Sammlung ist. Daneben lag noch Ultima 5, war aber nicht ganz vollständig. Und das sind noch wirklich Editionen. Also wie gesagt, ihr seht dieses Artwork. Und dann, ja gut, bei den Disketten, da fehlen wohl welche, denn da ist so eine Kopie dabei. Also in dem Sinne, es ist auch nicht hundertprozentig schon geprüft, ob nicht doch irgendwas fehlt. Aber was dabei ist auf jeden Fall, das ist schon selten, das zu finden, weil das ist auch verloren gegangen. Ein kleines Ankh, was eben halt, oder Kreuz, was eben halt dabei ist, so als Goodie. Und hier sind eine Menge loser Zettel, ich weiß gar nicht, was die sollen. Als ob irgendwie so eine Map gezeichnet wurde, ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Keine Ahnung. Ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber vielleicht ist es auch eine Erklärung noch. Dann ist dabei diese wunderbare Stoffmatte.
Stoffmatte, diese wunderbare Stoffkarte. Na, das macht das auch aus. Richtig tolle Stoffkarte. Vorsichtig sein. Hat auch seine 30 Jahre hinter sich mittlerweile. Ja, sehr, sehr schön. Vorsichtig wieder rein. Wie gesagt, das war es auch. Ultima 5. Hat genauso, habe ich in meiner Sammlung. Auf meinem Instagram-Kanal findet ihr, müsst ein bisschen runterscrollen, aber da findet ihr auch ein Bild davon. Auch ähnlich tolle Edition mit Handbüchern. Ich glaube, ich habe das für den C64. Und da war noch dabei eine Münze. Und die fehlte bei der Edition, die beim Nachbartisch war. Genau, es war so der Nachbartisch. Und deswegen haben wir die jetzt nicht mitgenommen. Aber die haben wir gar nicht. Und mein Bruder fand es gut. Hier ist eine Referenzkarte. Dann haben wir hier das Handbuch. Das ist in dem Fall wirklich, beziehungsweise Handbuch nicht. Handbuch sehe ich gerade hier nicht. Da müssen wir mal gucken. Es gibt gar kein Handbuch hier drin. Hier ist so eine Spielkartenteil. Da muss man mal gucken, ob das Handbuch vielleicht fehlt. Ja, das ist es eben halt, wenn man so alte Sachen. Es hat 50 Euro gekostet. Ist es auch wert? Also, oder 45, also. Weil man findet es recht selten. Hier ist so ein Prospekt der anderen Veröffentlichungen. Richtig coole Sachen. Was das heißt, gab NATO-Commander. Richtig cool. Richtig cool. Von Microprose. Veröffentlicht damals. So. Da muss man aber mal gucken, wegen dem Handbuch. Das bin ich mir echt nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, klassisches Spiel. Wie gesagt, 30 Jahre alt. Was wollen wir mehr? Ja. Dann, ich greife noch mal so ein bisschen vor. Zwei andere Games, die mein Bruder gefunden hat. Das war ein Xbox One Spiel. Und zwar ReCore Definitive Edition. Die gab es für 15 Euro noch sealed. Mittlerweile sogar recht günstig. Also es war sogar günstig auf der Börse. Kann man echt nichts anderes dazu sagen. Und was er auch gekauft hatte, vom Bruder von Retrojäger. Ja, der Vierrad, der war da. Auch dich grüße ich hier, auch wenn wir ganz wenig uns unterhalten haben. Es war auch viel los. Der Retrojäger war auch da mit einem Stand. Und sein Bruder hatte Mega Drive oder Master System Spiele verkauft. Und da hat mein Bruder Dear Duck Trouble featuring Donald Duck mitgenommen. Gab es für gute 40 Euro. Ist schon, ja, ist ein fairer Preis. Ist auch der Wertpreis. Kann man jetzt sagen, ist jetzt kein Schnapper, aber wunderbar. Vollständig, auch im guten Zustand. Was will man mehr dann auf die Sammlung? Hier fehlt jetzt die Lasche. Jump and Run. Ist das so Geschicklichkeit Jump'n'Run? Ein Spieler. Ja, ich kenne es noch nicht, ich habe es noch nicht gespielt, aber auch ich bin auch sehr cool, das Artwork. Kann man echt nicht anders sagen. Ein, ja, wirklich interessantes Spiel. Wollte mein Bruder schon immer mal haben. Ja, und so hat sich dann ergeben. Ja, so. Dann hat mein Bruder noch ein richtig schönes Spiel. Ich glaube aber die Anleitung. Ja, die Anleitung fehlt dazu. Das hat er gedealt. Das war ein Tauschdeal. Er hat ein paar seiner Spiele oder ein paar seiner Sachen vertauscht. Hat sich dazu entschlossen, weil er sich dieses Spiel schon immer haben wollte. Und zwar geht es um Super Turrican fürs NES. Auch im sehr, sehr schönen Zustand. Gut, abgesehen von dem Aufkleber. Ich würde ihn ein bisschen wegmachen, aber es ist mein Bruder. Ich mache das nicht weg. Ja, er muss es entscheiden. Das Handbuch fehlt leider. Das muss noch, ja, besorgt werden. Ansonsten, ja, hier so ein ganz kleiner, also ein Knick halt. Ne? Aber ansonsten, ein schönes Stück. Ist mittlerweile auch richtig teuer geworden, weil Turrican hat ja, oder auch Super Turrican, abgesehen, dass es natürlich jetzt inzwischen Collections gibt und man sie auf modernen Konsolen auch spielen kann. Aber es hat ja eine deutsche Geschichte, weil es von einem deutschen Entwickler ist und ja, eben dadurch einen besonderen Reiz ausmacht, dieses Spiel. Ja, kann man nicht anders sagen. Und das gab es zu einem, ja, Tauschdeal. Kann man ja wirklich sagen. Der eine Händler wollte was von meinem Bruder haben, von seinen Sachen, und da haben sie es getauscht. So. Deswegen kann man da nicht von Geldwert sprechen. Gut, dann waren wir bei dem hat mein Bruder noch was Schönes gefunden bei dem Veranstalter. Der Veranstalter, der Stefan
Freund drauf haben. Also ich grüße auch dich herzlich hier. Danke nochmal für diese schöne Retro-Games-Börse auf der Polaris. Hat echt Spaß gemacht. Und wir haben uns auch wunderbar unterhalten für viele Sachen. Es war echt klasse organisiert. Das war für dich anstrengend sicherlich, aber auch für uns jetzt 8 Stunden stehen. Also ich habe Nacht gut geschlafen zum Glück und mich erholen können. Und wäre nicht die Stunde noch am Samstag zurückgestellt worden, da haben wir noch eine Stunde mehr gehabt, das hat echt was gebracht. Weil 8 Stunden Börse ist schon eine Hammersache. Die Polaris findet übrigens nächstes Jahr auch wieder statt. Ich habe jetzt mitbekommen, ich glaube vom 11. bis zum 13. Oktober, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Nächstes Jahr, 2023. Wahrscheinlich wird es auch wieder eine Retro-Games-Börse geben. Vielleicht bin ich auch wieder da. Also wenn der Stefan das macht und ich sag mal, die Preise auch, dass ich das auch finanziell sagen kann, es lohnt sich auch, sich da hinzustellen, dann mache ich es auch wieder mit. Das war also so gut organisiert, habe ich selten vom Börsenmarkt gleich einen Parkplatz gehabt. Man muss nicht irgendwo in der Stadt rumkurven und gucken, noch, wo man einen Parkplatz findet, wo man dann auch horrende Gebühren vielleicht zahlt. Das war nicht der Fall. Nee. Aber wie gesagt, bei dem Stefan hat mein Bruder dann ein paar Sachen gefunden, die hat er gebundelt, hat 150 Euro für alles bezahlt. 150 Euro. Und das sind richtig tolle Sachen, wobei man bei einer Sache noch nicht hundertprozentig weiß, ob es vollständig ist. Und ich fange mit verschiedenen Sachen an. Ich fange erstmal an mit einem Buch, was er da gefunden hat, weil es einfach so selten auch zu finden ist. Und ja, warum nicht? Es ist in Englisch ein Roman, und zwar The Zork Chronicles. Zork ist ein altes Text-Adventure. Eigentlich eins der Adventures überhaupt. Ja, und da gibt es auch diesen Roman eben halt dazu. Und den hatte der Stefan da liegen, und mein Bruder fand, das ist so ein Videospiel-Klassiker, muss ich mal den Roman so haben. Ja, hat er dann auch dazu sich ausgesucht. Dann ein Spiel fürs Mega-CD, für Sega Mega-CD, was er schon immer haben wollte. Ja, wie gesagt, 150 Euro fürs gesamte Bundle, was ich euch jetzt zeige. Einzeln kann man sagen, hat er ein Schnäppchen gemacht, weil die werden für teurer gehandelt. Das Sorgbuch weiß ich jetzt nicht, aber er hat jetzt hier Dungeon Master 2 Skullkeep. Auch richtig gutes Teil. Handbuch und CD. Oder CDs? Dickes Handbuch, CD. Hat nur eine CD, aber hat eine Doppelhülle. Das war ja oft so bei den Mega-CD-Spielen. Cool. Das ist so ein, komm, gucken. Wirklich so ein Strategie. Ja, Rollenspiel. Es ist ein Rollenspiel mit ein bisschen Strategie, aber es ist eben halt ein sehr umfangreiches Rollenspiel. Sehr, sehr klassisch. Also nicht für moderne Augen, glaube ich, mehr geeignet, kann man fast sagen. So, muss ich drauflegen. Für Fotos muss ich das später nochmal, oder für Einzelaufnahmen wird das nochmal ein bisschen anders aussehen. Ja. Dann war dabei noch ein PC-Spiel, was er gefunden hat, was mein Bruder auch RPG, was mein Bruder eben halt schon immer haben wollte, weil er hat das mal früher in seiner Kindheit gespielt, für den, weiß aber nicht, ob auf dem Amiga oder auf dem PC. Das ist jetzt für die PC. Und zwar ist es von AD&D Al-Quadim, der Fluch des Djinn. Richtig schönes SSI-Game. Hier kann man sehen, ja, Rollenspiel in 1001 Nacht im Orient. Also mit Djinn, ne, so ein bisschen das Ganze. Und thank you.
Ob es vollständig ist, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Weil, ja. Aber es scheint vielleicht zu sein. Hier ist das wunderbare Handbuch. Referenzkarte muss ich euch jetzt nicht zeigen. Sondern das jetzt hier. Das sind jetzt Referenzkarten. Gut, brauchen wir nicht. Hier so eine. Auch eine Referenz, das sind Garantiekarten, das ist jetzt hier eine Referenzkarte, es geht da meistens um kurze Infos über Tastatur, was benötigt wird, auch wegen Rechner, damals war ja noch abhängig, wie du dein PC gebaut hast, ja, 4 MB RAM braucht das Spiel mindestens, unkomprimierte Festplatte, ne, auch ohne Double Space oder Superstore mit 16 MB frei, VGA Grafikkarte mit einem VGA Farbmonitor. Ja, dann haben wir hier noch ein kleines Soft Gold Prospekt, auch richtig cool. Ich guck mal, ob ich da ein Spiel finde, wo man mal kurz zeigen kann, was das LucasArts Spiele auch drin. Also das Richtige zum Zeigen. Na, ja, hier so X-Wing, TIE Fighter. Ja. Und was haben wir noch? Star Wars Dark Forces, auch richtig cool. Adventures, Vollgas, Full Throttle, ein richtig tolles Teil hier und so weiter. Ja, freut mich richtig. Macht immer Spaß, diese alten Sachen durchzugucken. Das Spiel kam auf CD-ROM. Ja, richtig cool. Oh, wollen wir nochmal richtig hinlegen. Gut, verdeckt jetzt einiges, ist egal. So, dann gab es noch ein anderes Spiel, was mein Bruder gefunden hat. Da bei dem Stefan, und zwar Vanessa fürs Mega Drive. Richtig cool. Ja, kommt hier auch mit. Ich habe eine Anleitung. Ich weiß nicht, ob eine Anleitung fehlt. Auf jeden Fall gibt es keine Anleitung. Dann fehlt wohl die Anleitung. Aber ja, das sind 6 Minigames drauf. Und zwar sind das Shooter-Minigames. Denn man braucht dabei eine Waffe. Und diese Waffe. Erstmal gibt es einen, ja, kann man so sagen, einen TV-Sensor und eine Waffe. Und zwar diese coole Waffe. Guckt euch die an. Ja, kann man hier mit Doppel-Zielfernrohr und dann konnte man so anlegen und auf den TV schießen, so wie ich jetzt auf die Kamera schießen würde. Hat hier vorne Knöpfe, 2. Hier einen Feuerknopf, hier schön Menacer eben halt drauf geprintet, richtig cool die Waffe, hat so ein paar Sonnenvergilbungen hier oben, aber ansonsten top Zustand alles. Ja, diese Waffe gab es dazu, also das wollte mein Bruder schon immer haben und den Wall sollte ja eben halt einzeln hat einen Preis gehabt, da hat er überlegt, nimmt das mit, dann hat er das Al-Qaim gefunden, Qadim wollte um das Abend dann das Dungeon Master 2 und ja, so ergab sich alles, ne? So hat man ein richtig cooles Bundle gemacht. Und das war wirklich ein Schnapper. Und man hat dieses endlich in der Sammlung. Man ist ja so ein alter Oldschooler. Und das, was fehlt, kriegt man irgendwie noch zusammen in einem Buch oder so. Das findet sich alles noch. Ja, das waren die Sachen von meinem Bruder. Und jetzt habt ihr noch eine Sache vor euch, nämlich mein Highlight. Was ich ja gesagt habe, wo ich auch das Buch gekauft habe, da hatte eine Menge Schallplatten liegen. Ja, jetzt komme ich drauf, ich habe eine Schallplatte gekauft. Mann, was will denn der Gamer-Typ mit einer eine Schallplatte? Ne? Was ist das? Ich habe noch nicht mal einen Plattenspieler. Ich werde auch keinen mehr kaufen. Ich bin auch kein, gebe auch zu, ich kann mit Platten nicht wirklich was anfangen. Ich war noch nie ein Freund vom Sound der Vinyl. Ich weiß es nicht. Ich bin da nie mit warm geworden, meiner ganzen Zeit. Obwohl mein Vater Platten hatte, eine riesen Plattensammlung. Ich habe in meinem Leben nie viele Platten gehabt und habe eigentlich als Erwachsener jetzt wieder mehr Platten gekauft, obwohl ich keine Platten sammle, nicht höre. Ja. Was kauft ein Sascha dann für Platten? Ja, also, er hatte eine Menge Hörspielplatten noch dazwischen und dann ihr hört jetzt schon das Wort Hörspiel. Das, unter anderem 3 Fragezeichen, die waren auch nicht teuer. Ich habe aber die 3 Fragezeichen gar nicht so beachtet. Die hat später ein Händler gekauft und echt teuer dann auf seinem Stand verkauft. Das fand ich dann nicht so fair, fand ich mal. Aber gut, okay. Der war auch nicht, gehörte nicht zu Retro-Börse. Es war noch ein Retro-Händler da, der die ganzen Tage da war, der auch gut verdient dann natürlich, weil als einziger Retro-Händler da war, während die Retro-Börse, Games-Börse ja nur ein Tag war. Ja, auf jeden Fall, der hatte gerade aufgebaut, der hatte alles gerade hingestellt und ich, das erste, der ganz vorne, war eine Schallplatte. Ich dachte, nee, das kann nicht angehen, dass die da steht. Und da fragte ich, was willst du dafür haben? 30 Euro.
Ich so, okay, ich weiß, ich habe die schon im Netz gesehen. Da geht für mehr als 30 Euro weg. Ich sage, ja, komm, ich nehme die bei mir rüber. Ich krieg's von mir 30 Euro. War genau, stand die ja neben mir. Ja, und was habe ich mir gekauft? Was für eine Schallplatte? Eine, die ich mir eher einrahme, als zu hören. Ich muss sie ja nicht hören. Ich kann ja auch dazu eher den Cartoon gucken. Und das werde ich auch eher machen. Captain Future. Eine LP von Captain Future. Die einzige, die es übrigens gibt. Abgesehen von dem Soundtrack, aber es ist neuere Auflage, glaube ich. Ja, wenn ich richtig entsinne. Das ist wirklich von 1980. Und ihr seht auch dieses wunderbare Artwork. Das sieht richtig geil aus, obwohl Captain Future ein bisschen seltsam ist. Der Joan den Arm trägt, Craig wird hinten, Professor Simon. Richtig tolles Artwork. Die Komet oder sein Raumschiff sieht echt seltsam aus. Das kam auch so nie vor. Bisschen seltsam, auch dieser Turm. Also wer das zusammengestellt hat, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall dieses Monster, das gab so eine Folge, wo er immer so ein Monster bekämpfte, Greg. Und auf der Rückseite seht ihr auch na, tolle Charakter-Artworks und wo nochmal kurz erklärt wird, wer es wäre. So ein bisschen ja dazu, hier Captain Future, ne? Seine Eltern kamen ums Leben, als er noch klein war. Er wurde von Simon, Greg und Otto aufgezogen. Als er größer wurde, nannte er sich Captain Future und begann seine mutigen Kämpfe gegen die bösen Elemente, um Frieden und Gerechtigkeit im Weltraum zu bewahren. Ja, hier drauf ist Herrscher des Alls und die Monster-Gorilla-Rückverwandlung, also der Herrscher von Megara, kann man sagen, Hörspiel. Hörspiel ist eigentlich ja, nichts weiter als ein Zusammenschnitt der die Tonaufnahme des Animes. Mehr kann man ja sagen, oh, seht euch dieses Artwork an. Ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich werde auch da wohl in der Hülle für. Ich muss sowieso in der Hülle, ich will die schützen. Die ist ja auch schon ein bisschen, hat schon ein paar Tage gesehen, ist halt von 1980. Ihr könnt es hochrechnen, weit über 40 Jahre. Und ich werde die mir wohl an meinen Schrank hängen. So schön, es gibt ja so eine Plastik, so eine Hüllen, wo man auch ankleben kann. Ich werde das wohl an meinen Schrank ankleben. Also da habe ich echt Bock drauf. Weil das ist einfach etwas, was ich mir angucken möchte. Captain Future ist ja auch eins meiner wirklichen Favorites. Und ja. Und zu Captain Future habe ich noch Videos geplant. Dann bin ich auch in der Arbeit und da werde ich das da bestimmt noch mal kurz zeigen. Ja. Aber das war mein persönliches Highlight. Das war, also da habe ich sofort zugegriffen, weil das wäre weg gewesen. Und 30 Euro ist eigentlich ein Schnapper. Ich glaube, es geht so zwischen 80 bis 100 Euro geht die weg. Also es war wirklich ein Schnapper. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es sonst auch nicht mitgenommen, wenn es mir gewesen wäre, muss ich sagen. Für 30 Euro war es für mich ein No-Brainer. Ja, das war die Polaris, beziehungsweise die Retro-Börse auf der Polaris. Ich habe wunderbar viel Spaß gehabt. Erstaunlich, die Zeit ging echt schnell rum. Also 8 Stunden da stehen, verkaufen, quatschen, die tollen Leute mit den Cosplays bewundern. Ja, vielen netten Menschen treffen. Also alle, muss ich sagen, die, mit denen ich mich unterhalten habe, die ich getroffen habe, in Kostümen von Resident Evil, von Orks, von Ciri, kamen da vorbei, eben halt aus The Witcher und was nicht alles, also auch Manga-Korrekturen. Ich sag mal so, alle Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, ich habe leider kaum Namen mitbekommen, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr das Video seht, ja, ich würde mich freuen. Ne, ich sag euch Hallo und sagt mir Hallo zurück in die Kommentare. Das ist doch was. So, und ich möchte mich auch an die vielen Gespräche eben halt von den Kettler-Kollegen bedanken, die dort mitverkauft haben. An den Stefan nochmal vielen Dank für die tolle Organisation dieser Börse. Es hat echt Spaß gemacht. Und auch nochmal zum Abschluss meinen Gruß an Manuel und Jakob. Danke für den tollen Kaffee, den wir getrunken haben. Für den Spaß, den wir hatten, da zu stehen und zu quatschen. Und ich hätte mich echt noch Stunden mit euch weiter unterhalten und gequatscht. Und lieber Jakob, ich glaube, wir müssen uns verabreden. Du wohnst ja auch in Hamburg. Und dann quatschen wir mal weiter über Sammlungen, Games und was nicht alles. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Das wird sicherlich ein Spaß. Und wir machen Gaming-Abend zusammen. Ich weiß es auch nicht. Man kann ja so viel machen. Ansonsten, ja, schreibt mir bitte, wart ihr auch auf der Polaris? Das würde mich auch interessieren. Wer von euch war da? Wer ist vielleicht an meinem Stand vorbeigelaufen, hat mich nicht gesehen, hat nicht Hallo gesagt? Ich bin nämlich nicht böse, aber war echt toll. Und ja, Polaris, ich bin nicht wirklich rübergelaufen, deswegen habe ich auch kaum Aufnahmen. Ich weiß aber, dass der Jakob eben halt von Sammelzimmer, der hat welche gemacht. Vermute mal, du machst,
lieber Jakob, du machst auch ein Video. Deswegen, Leute, behaltet seinen Kanal mit im Auge. Der mag da ein Video von der Polaris zeigen und ja, dann könnt ihr einen besseren Eindruck als von mir haben, der wirklich nicht den Bereich komplett verlassen hat. Ich habe 2-3 Aufnahmen kurz gemacht, aber ich hatte wirklich nicht viel Zeit. Wir mussten zu zweit wirklich an dem Stand bleiben, weil es war teilweise voll. Du hast immer deine Augen überall haben müssen, weil man möchte auch nicht beklaut werden. Aber wir wurden nicht beklaut. Die waren alle super nett. Wir haben nichts. Da war nichts. Ich meine, die einzigen Chaoten waren, glaube ich, aber das ist jetzt überzogen gesagt, als ein paar YouTuber voll Verstecken auf der Börse gespielt haben, sich gegenseitig gejagt haben. Das war dann wirklich über irgendeine Videoanzeige oder so irgendwo zu sehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr, sehr spaßig. Alles. Ansonsten, das war alles top, da war nichts und ich kann auch nichts Negatives sagen. Es war eine tolle Veranstaltung. Achso, das einzige Negative, was ich sagen kann, ist für mich selbst, aber ich habe mit meinem Handy zu wenig Empfang gehabt und ich wusste, dass ich da umsonst WLAN gehabt hätte auf der Messe, da hätte ich ja noch mal mehr digital gleichzeitig gesendet. Ja, habe ich nicht. Werde ich beim nächsten Mal dran arbeiten, aber das war's auch jetzt. Ich danke euch, dass ihr so lange ausgehalten habt, dass ihr es vielleicht Spaß hattet an diesem kleinen Video. Sascha on Tour auf der Polaris und der Retro Games Börse. Also, macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Thank you.